Herzlich willkommen bei Börse Saisonal. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Wie versprochen, auch ein Gruß aus dem Urlaub. Wer mich kennt, weiß, ich kann nur Urlaub machen, wenn ich weiß, was am Aktienmarkt los ist. Und das ist die große Frage, was ist da gerade los? Das große Warten. Kommt noch eine Korrektur? Kommt gar ein großer Aktiencrash? Die Angst ist da. Und wie können wir die Frage beantworten? Wir schauen uns einfach mal an. Was machen die Big Player, die Bank of New York Mellons, die Black Rocks, die großen Investoren, the Clever Money, wie sind die ausgerichtet? Und da schauen wir uns gleich nach dem Intro an. So, schauen wir uns zunächst mal an, was ist am Aktienmarkt passiert. Dann sehen wir hier anhand der schwarzen Kurve, das ist der Stoxx Global 1800, die 1800 größten Aktiengesellschaften der Industrienationen, nach Größe natürlich, nach Marktkapitalisierung gewichtet, stellvertretend für den globalen Aktienmarkt. Und da sehen wir hier, wir haben einen schönen Aufwärtsschwung gehabt, besonders im Juli ging es nochmal bergauf, so wie es saisonal ja typisch ist. Da kommen ja die neuen Bilanzen raus, das heißt, die Aktiengesellschaften bringen auch neues Geld in den Markt und haben Aktienrückkäufe, dadurch steigen die Kurse bis Mitte Juli gewöhnlich. Das hatten wir hier, stark saisonaler Markt im Moment, aber dann ging es bergab. Im August ist auch ganz normal, der August ist eher ein schwacher Monat, aber diese drei Tage, wo es plötzlich ganz rapide bergab ging, das ist doch sehr ungewöhnlich, auch für den August. Und der Auslöser waren schwache US-Zahlen. Also der Arbeitsmarkt, aber auch andere Einkaufsmanager-Indizes und Auftragslage war schlechter als erwartet und vor allem war das Zeichen, oder sagen wir, die Zeichen sind so, dass USA wahrscheinlich doch in eine Rezession kommt. Dieses Soft Landing wird diskutiert oder USA ist vielleicht sogar auch schon in einer Rezession. Und deswegen war hier natürlich das Aufhorchen groß und es gab Aktienverkäufe. Wir sehen aber auch, dass bestimmte Anleger hier gekauft haben. Wir haben das ja schon mal ausgemessen. Ich verlinke Ihnen hier das Video, wenn Sie es genau wissen wollen. Aber wir wollen mal grob gucken, was ist passiert. Es ging also erstmal so fast 9%, 8,5% nach unten. Und jetzt hat sich es aber schnell wieder erholt. Und jetzt haben wir so 4% minus nach diesem Hochpunkt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Da ist jetzt eigentlich erstmal nichts passiert. Aber viele Anleger haben natürlich Angst, wenn sie diese Kurve sehen. Wie geht es weiter? Denn wenn man die Dow Jones Theorie kennt oder auch Elliott Wellen und so weiter, die sagen ja aus, dass der Markt in Wellen steigt und fällt. Und hier haben wir eine Welle, eins nach unten, eins nach oben, dann nach unten, nach oben. Und dann kommt eigentlich nochmal nach unten, wie ich das hier blau eingezeichnet habe. Das heißt, nach dieser Theorie könnten die Märkte jetzt noch hier bis minus 12 vielleicht runtergehen vom Top. Was jetzt eher dann eine Korrektur wäre und kein Aktiencrash. Aber vor dem Crash haben viele Angst, denn wenn wirklich eine Rezession naht und jetzt die Fed im September die Zinsen nicht drastisch genug senkt, dann haben natürlich viele Anleger die Sorge, gerade die Großen, dass eine Rezession kommt und die Kurse dann natürlich noch weiter fallen. Es gibt dann neue Bewertungen, die Gewinne fallen erstmal und so weiter und so weiter, wie das dann passiert. Das ist hier die große Angst, aber wir sehen auch, so groß kann die Angst nicht sein. Und da schauen wir uns ja an, was denken die Großen. Bevor wir das sehen, was die Großen machen und denken, schauen wir uns noch den S&P 500 an und den Nasdaq. Das sind einfach zwei ganz wichtige Indizes, die sagen, wo es lang geht. Und da sehen wir dasselbe Szenario. Also hier ist ebenfalls vom Hochpunkt bei der Nasdaq bis zum Tiefpunkt waren es 13% minus und jetzt hat sich es aber wiederholt. Jetzt sind wir bei 7,85% minus. Also die Nasdaq hat sich nicht so erholt wie jetzt der globale Aktienmarkt. Und auch der S&P 500, der hat sich, man sieht einmal, dass der Hochpunkt vom S&P 500, der ist noch ein bisschen länger gelaufen als die Nasdaq. Das war auch schon ein Zeichen, dass es eventuell bergab geben kann. Wenn die Nasdaq ist ja normal Vorreiter nach oben und nach unten. Das hat man hier so schön gesehen. Der Nasdaq hat schon nachgegeben. Und hier hatten wir jetzt am S&P 500 eben die 8,5% nach unten, ähnlich wie im Stoxx Global 1800. Und zu jetzt haben wir nicht mal mehr 4% minus. Das heißt, da ist jetzt eigentlich nicht viel passiert.
Wichtig ist natürlich, wir sind über der 200-Tage-Linie nach wie vor. Und was auch sehr schön zu sehen ist, wie im letzten Video schon geguckt, in diesen fallenden Kursen, diese drastischen 3 Tage, wo es so richtig schnell bergab ging, haben ganz, ganz viele Institutionelle eingekauft. Und das ist ein Zeichen, dass die Großen Folgendes denken: Es gibt eine Korrektur, aber keinen Crash. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Ich zeige Ihnen auch noch gleich, warum ich das so sehe. Dann sind die Volumen jetzt ein bisschen runtergegangen. Ganz normal im August ist Urlaubszeit, wenig Handel. Da gehen die Volumen oft nach unten. Schauen wir uns Europa an. Da sehen wir, dass wir schon seit Mai fallende Kurse haben. Auch das habe ich in meinen Videos ja immer wieder erwähnt, dass Europa oftmals zuerst verkauft wird, denn die Amerikaner, die großen Fondsgesellschaften, die haben den größten Einfluss auf die Aktienkurse. Und wenn Amerika glaubt, die Aktien fallen, verkaufen die erstmal Europa, Asien sowieso, China und dann erst ihre eigenen Aktien und verringern erstmal die Europa-Quote. Und das sehen wir hier, das ging hier schon sukzessive so langsam nach unten. Das war schon ein Anzeichen, dass hier eine Korrektur kommt, die ja auch schon, sag ich mal, vermutet wurde und auch notwendig war, denn die ganz großen Big-Tech-Werte in den USA sind einfach auch jetzt noch überbewertet, eigentlich zu teuer. So, hier ist es jetzt genauso. Das heißt, es war jetzt nicht ganz so drastisch, weil Europa auch nicht so stark gelaufen ist, sind sie natürlich auch nicht so stark runtergekommen. Das heißt, hier ging es nur bis 6% runter und hier haben wir jetzt auch so 4% minus. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie denken denn die Großen, die Big Player am Markt, die BlackRocks und so weiter. Das sehen wir einmal anhand der Optionsscheine, die gekauft werden, nämlich von den Institutionellen hauptsächlich. Wir sehen, dass hier doch deutlich mehr Call-Optionen wieder gekauft werden. Das war ganz kurz, als die Kurse gefallen sind, war das über 1. Das heißt, es wurden mehr Put-Optionen gekauft. Aber jetzt ist es schon etwas optimistischer, allerdings noch nicht wahnsinnig optimistisch. Also viele großen Anleger sind im Moment in Warteposition, nämlich was macht die Fed im September? Und das sehen wir hier auch am Put-Call-Ratio 0,9, heißt, dass ungefähr 10% über den Daumen gepeilt mehr Optimisten auf steigende Kurse setzen, als Pessimisten auf fallende Kurse setzen. Also hier haben wir einen kleinen, mini-kleinen Optimismus. Interessanter wird es noch bei der Umfrage bei den amerikanischen Investoren. Da sehen wir, dass die Optimisten sich kaum verändert haben. Die sind sogar wieder gestiegen jetzt. Und auch nicht so stark gefallen. Wenn wir sehen, am 31.07. hatten wir 44%, fast 45% Bullen, sagt man, ja, also Anleger, die an steigende Märkte glauben. Dann ging das runter auf 40%. Das heißt, dieser Kursrutsch hat den Optimismus kaum eingetrübt. Was wir aber sehen, dass der Pessimismus bis zum 7.08. extrem gestiegen ist, von 25% auf 37%, ein großer Schritt. Und jetzt aber auch wieder zurückgekommen ist. Das heißt, die Grundstimmung, der Optimismus ist gleich geblieben und die ängstlichen Anleger, eher die Pessimisten, sind auch wieder in einem durchschnittlichen Rahmen. Also das ist schon mal ganz interessant. Und dann haben wir noch die Aktienquote. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wie senden die Anleger, gerade die Big Player, die Hedgefondsmanager, die Fondsmanager, die Vermögensverwalter, aber auch die Privaten, wie sind die denn positioniert am Markt? Und dann sehen wir, die Aktienquote war erst übergekauft, also da wurden sogar Schulden aufgegeben. Im Juli noch wurden noch Schulden aufgenommen oder das Konto überzogen, um Aktien zu kaufen. Und dann wurde die Aktienquote sukzessive verringert von 103 auf 93, 87, 76, 83. Das sind die letzten Wochen gewesen. Und jetzt die Umfrage letzte Woche bei 75,3%. Das heißt, die Aktienquote wurde verringert, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, die Anleger hier, die Profis, sehen einen Crash kommen. Dann hätten sie nämlich noch viel weiter. Sie können im Prinzip die Aktienquote auf Null fahren. Sind sie aber nicht, denn sie glauben nach wie vor, dass die Aktienmärkte steigen werden langfristig. Das sieht man auch ganz interessant. Jetzt schauen wir mal, was BlackRock gemacht hat. In einem ihrer Flaggschiff-Fonds, das ist ein Multi-Asset-Fonds, der hat Aktien, Anleihen, Rohstoffe und vieles mehr. Anhand der Aktienquote sieht man ganz gut, wie BlackRock den Aktienmarkt sieht. Und hier sehen wir, das sind die Zahlen allerdings vom Juni, dass im Juni BlackRock schon Short-Positionen aufgebaut hat, 11,9% Short auf Aktien
um die Quote von 73 auf 61 zu reduzieren. 61 ist jetzt aber immer noch nicht Crash-Gefahr und optimistisch. Das heißt, BlackRock ist schon davon ausgegangen, dass eine Korrektur naht und hat sich abgesichert. Das ist schon mal ganz gut zu sehen. Und die Zahlen jetzt vom Juli und August kriegt man natürlich erst noch. Aber ich bin mir sicher, dass die Short-Positionen schon abgebaut sind. Das heißt, auch BlackRock, wenn man hier genau reinschaut in die Aktienquote und in die Vermögensverwaltungen rein, geht davon aus, dass das eine kurzfristige Korrektur ist. Vielleicht kommt noch eine kleine Korrektur, aber dass es jetzt nicht der große Aktiencrash geben wird. Genauso schauen wir an unser Urgestein Dr. Jens Erhard. Der ist ja über 70, der hat ja 50 Jahre Börsenerfahrung. Also einer, der lange dabei ist, der sehr viel Erfahrung hat, auf den viele hören, weil er wirklich sehr gut den Markt kennt. Auch er hat die Aktienquote, sage ich mal, reduziert. Das sind jetzt allerdings die Zahlen vom 31. Juli. Auch er, ich kenne ihn nicht persönlich, also er kennt mich nicht, ich kenne ihn, sagen wir mal so. Also ich schaue mir mal seine Interviews an und er hat ja auch schon gesagt, dass das im Moment das recht schwierig ist. Die Korrektur war klar und er hat sich auch dementsprechend in seinen Multi-Asset-Fonds positioniert und er geht davon aus, dass es jetzt erstmal eine Korrektur ist, aber die Kuh noch nicht vom Eis ist. Denn es kann sein, dass die Fed jetzt die Zinsen tatsächlich drastisch senkt, also nicht nur um 0,25, sondern 0,5 große Schritte macht, aber dass das verpuffen wird. Denn diese Wirtschaftszahlen aus USA und in Europa sieht es jetzt auch nicht viel besser aus, gerade in Deutschland, sind doch sehr enttäuschend. Das heißt, hier ist dann doch eine Rezession und dieses Soft Landing, von dem man ausgegangen ist, was in den Kursen auch schon eingepreist ist, könnte unter Umständen nicht stattfinden, sondern wirklich USA könnte in eine Rezession schlittern und dann wird das, was die Fed macht, erstmal nicht ausreichen und dann wird es tatsächlich nochmal eine größere Korrektur oder einen Crash geben. Also so sehen das im Moment die großen Player. Ich kann mich da nur anschließen. Ich gehe davon aus, dass es noch ein bisschen holprig wird. Der Herbst ist ja saisonal gesehen auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt eine steile Rallye bekommen, dass die Jahresendrallye vermutlich tatsächlich erst nach der US-Wahl stattfinden könnte und vorher es noch etwas windig wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Gruß aus dem Urlaub. Ihnen alles Gute, Ihr Thomas Hupp.